Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ja, ich habe einen neuen Meister gefunden, holla. Und es ist niemand anderes als Bills. Sehr gut. Okay, dann gucken wir mal. Ohio. Wo bin ich? Whis, wo bist du? Whis. Oh, du hast auch gegen die Mega erkämpft. Bist du ein Zeitsoldat? Es ist also Toki-Toki-Stadt. Bist du seitdem stärker geworden? Ich wurde aus meinem Schlaf erweckt und will etwas Zeit totschlagen. Also, wenn du mich beeindruckst, kannst du mein Schüler werden. Ja, das könnte schwierig werden. Ja, genauso gefällt mir das. Lass uns kämpfen. Ich werde versuchen, dich nicht zu vernichten. Du beeindruckst mich schon, wenn du mir auch nur ganz wenig wehtust. Als wer weiß, dass du mein Schüler bist, gibt es eine tolle Fähigkeit. Nicht jeder darf sich Schüler des Gottes der Zerstörung nennen. Beginnen wir. Volltreffer. Das könnte schwierig werden. Fand schon Son Gokus letzten Kampf schon ein bisschen nicht so einfach. Aber naja. Gut. Frühsport. Pff. Da. Doko kara demo dozo. Meine Angriffe tun was gegen den. Gut. Ich weiß noch, hier in dem Parallelquest, wo ich gegen Bills kämpfen musste oder gegen in der Story. Ich habe den normal angegriffen und hat nichts gebracht. Liegt daran, weil mein Grundangriff so niedrig war. Ich glaube ja, ne? Ja, gut, das Lache hat gut gepasst. So, Ausweichfähigkeit, Volltreffer, ja. Ausweichfähigkeiten habe ich schon eine perfekte. Okay, haben wir das schon mal erledigt, erstmal. Nicht schlecht, das war eine tolle Art, die Zeit vergehen zu lassen. Gratuliere, von nun an bist du mein Schüler. Ich werde viel mehr mit dir trainieren als dir und die Zeit genießen. Du hast meine Fähigkeit erlernt, ja, das ist der Volltreffer. Wenn ein Meister diese Fähigkeit einsetzt, ist das kein Witz. Bist du unzufrieden, dann werde stärker und komm wieder her. Wenn du es verbattelst, zerstöre ich vielleicht Toki-Toki-Stadt. Was? Bitte nicht. Ich meine natürlich. Was zum... Okay, sehr schön. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Und da der Typ, ne, der Harry, der steht jedes Mal hier. Sieht aus wie so ein... Der Typ sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, so ein Familienvater, der einen in den Arsch drehen könnte. Ich bin so stark, aber ich bitte jedem technische Unterstützung. Nicht so stark, auch so. Sieht aus, als könntest du mich verkloppen, ey. Ernsthaft, der Typ, der bedeutet Serious Business. Habe ich so das Gefühl. So, wenn ich dann auch noch gefunden habe. Und wenn ich Glück habe, ist die Person immer noch da. Dann. Ich will jetzt nicht den Namen sagen. Ist auf jeden Fall kein Meister, weil dafür ist kein Platz mehr hier anscheinend. Anscheinend nicht. Darum stand doch hier. Cyborg 17. C17. Stand irgendwie die letzten 3-4 Mal, als ich hier vorbeigelaufen bin. Also steht er wahrscheinlich immer ja. Hier. Puh, ich bin beim Fahren auf diesen seltsamen Ort gestoßen. Sieht aus wie ein Saiyajin. Du kämpfst gerne, oder? Ich bin C17 und werde die westliche Hauptstadt mit C18 zerstören. Scheint, dass diese Kämpfer ihre Fähigkeiten an uns testen wollen. Also eigentlich ist hier Son Goku. Er starb an einem Herzinfarkt. Wir schlagen etwas Zeit mit ihm durch. Willst du mitkommen? Oh, 5, okay. So, was? Ach, dann ist die Dingens hier. Und jetzt dafür erzählen. Das ist sozusagen. Das sind sozusagen die Leute jetzt, gegen die wir gekämpft. Die gegen die. Gegen die, die in der Zukunft von Trunks gekämpft haben. Als sie herausgefunden hat, dass Son Goku schon tot ist. Ne?
Ja, super, ich muss sie auch noch beschützen. So, jetzt sind die noch nicht hier. Pose gerade. Oh, ich mach platt. Ja, ich hab wieder perfekte Kamehameha drin, ne? Ein bisschen stylisch als Super Kamehameha. Ich mich gerade auf meine Teleportation ausgekriegt. Wäre irgendwie witzig, wenn ich die in der Originalreihenfolge erledigen müsste, die Trunks sie erzählt hat. Was wollt ihr eigentlich? Meint ihr eigentlich, ihr reißen könnt, verdammt? Seit Dragon Ball seid ihr schon ausgeloschen. Boah, du gehst mir auf den Nerven. So, in dem Spiel kommen die nicht oft vor. Könnte irgendwie meinen, die würden irgendwie, weiß ich, so eine bessere Rolle bekommen, ja? Die Parallelquest oder so. Mein Mr. Satan bekommt ja auch so größere Rollen, ja. Weil sich hier manchmal in diesen bösen Zügen. Aber die bekommen gar nichts. Nirgendwo. Nicht in Dragon Ball Z. Nicht in Dragon Ball GT, nicht hier. Das ist irgendwie traurig. Wenn man so darüber nachdenkt, ne? Die waren mal Leute, ne? Die haben mal Sachen gerissen. In Dragon Ball. War Vegeta zu dem Zeitpunkt. Okay, kann sein, ne? Aber man sieht da, dass er Super Saiyan sich nichts ausrichten konnte. Ich spam euch jetzt weg. Boah, Vegeta, ne? Oh nein, ja, hab ich mir gedacht. Geht nicht gut aus, ohne Ausdauer. Ja, viel Glück damit. Ich geh einfach weg. So. Das war noch ein Super Saiyan, verdammt. Ich noch posen können. Alter! Was zum Teufel? War eine Technik? Ich hoffe ja wohl. Das war ganz schön unfair. Oh, was? Das war ein Gun. Also. Wo sind die beiden überhaupt? Jetzt habe ich jetzt noch deren Hilfe brauche. Ist nur ein Gegner da. Jetzt wollen sie auch nicht mehr hier hinkommen, meine Damen und Herren. Wisst ihr, was ich bräuchte? Ich bräuchte eine Set-Seele, mit der ich wieder blöd werde, weil ich habe mir ein paar Charaktere wieder erstellt hier. Einen ganzen Fessel von jeder Rasse. Und bei den Saiyajins war eine Erklärung, dass sie ja stärker werden, je weniger KP die haben. Und wenn die wiederbelebt werden anscheinend. Also ja, deswegen sollte ich mir vielleicht eine Set-Seele ausrüsten, die mich wiederbelebt. Und dann sollte ich mich wiederbeleben lassen. Dann müsste ich ja theoretisch stärker sein, ne? Mit geringen AP rumlaufen ist mir ein bisschen zu ja, nicht gut. Diese Türen sind hartnäckig, meine Kleider sind ganz dreckig. Jetzt haben wir die berühmtesten Leute auf der Erde besiegt. Zerstören wir jetzt die Städte und genießen wir die Panik. Ich lasse dich gehen, ich will mit dem Spaß bis zum Schluss aufbewahren. Spielen wir irgendwann zusammen. Okay. Ist krank.
So, haben wir jetzt von diesen Rang alle Dinger fertig? Jetzt ja auch so eine Trauer. Hey, wir haben jetzt alle fertig hier. Gut, 26, der hat noch gefehlt. Gut. So, dann kann man hier weitermachen. Siege 3 Majin Buu. Wow, da fehlen aber noch ganz viele dazwischen. Okay, 3 Majin Buu ist kein Ding. Und sonst nichts ist. What? Ah. Da hat wir jetzt den zweiten Zangoran freigeschaltet haben, ne? Potenzial freigesetzt, Super Saiyajin, ja. Trotzdem sind die beiden irgendwie gleich stark. Einfach deswegen. Den Zangoran in den blauen Klamotten haben wir aber noch nicht. Also den Standard Zangoran. Merkwürdig. Also hier vom ultimativen Son Gohan haben wir schon große Saiyaman, diese Demigra-Version, aber den normalen aber nicht. So, hoffentlich bitte nicht alle auf einmal. Okay, einer. Oh Gott. Okay. Weißt du, was der für ein Rüpel ist? Der hat dir den Pudding nicht gegeben. Was ist das? Boah, hat der eine beschissene Ausweichfähigkeit. Das ist ganz ehrlich. Boah, der fliegt an mir vorbei einfach. Oh. Oh, jetzt kommt ein zweiter, oder was? Ich finde, dieser Buu hat irgendwie wenig Screentime in dem Spiel. Was irgendwie ironisch ist, weil ich glaube, in dieser Form war er ja am längsten in der Serie. Wenn ich nicht irre. Entweder das oder... Nee, Dicke Buu, ne? Dicke Buu ist ja noch ein bisschen... nachträglich, was ich gegeben. Ihr wisst, was ich meine, ne? Oh. Oh Gott. Nein, ist doch mehr. Mal her. Na, wer glaubt ihr, welcher Buu ist der stärkste? Ich glaube Super Buu. Ist ein bisschen offensichtlich. In seiner Absorptionsform, sag ich mal. Kann ja nur der stärkste sein, eigentlich. Mein Herz von Gohan absorbiert. Dieser war stärker als du. Ist irgendwie so logisch, ne? Ja, manche glauben, Kid Buu ist stärker. Kid Buu müsste eigentlich so stark sein wie der dicke Buu. Theoretisch. Weil in der Form hatte Son Goku auch keine Chance als dreifacher Super Saiyajin. Gegen Kid Buu hat er ja auch keine Chance gehabt. Also, das ist ja keine Chance, aber gerade mal so mithalten können. Das war gleich Ergebnis. Oh nein. Jetzt kommen sie alle drei wieder. Oder wie soll das? Ich? Wahrscheinlich rastet jetzt der dicke Buu aus, ne? Aber ich wollte schon sagen, möchte aber jetzt kaputt gehen. Aber jede wird jetzt stärker. Ja.
さすがだぞ頑張れ。あ、どこ行ってるの。あー、出てきたでしょ。Let me pass it. So. Beim Grundangriff gehen ja auch die Key-Angriffe, ja, ne? Diese Bälle, die ich abschieße, meine ich. Also das hier, wo. Das sind auch Grundangriffe, wenn auch stärker durch Anfall. War zu spät. Sehr gut. Wollte mal lieber Pressure. Aber ich habe nichts bekommen. Irgendwie bekomme ich, wenn ich aufnehme, nichts. Obwohl ich habe hier irgendwie so eine Brand. Nee, nicht Dings hier. Letzte Folge habe ich irgendwas bekommen, glaube ich. Nee, das habe ich auch offscreen bekommen, genau. Verdammt. Aber ich habe irgendeine Mission gemacht, damit die ganzen Charaktere nochmal neu auftauchen in der Stadt. Mein Schwanz. Okay. Eine passt wahrscheinlich noch rein. Uns beeilen. Portalkrieger. Besiege Vegetto. Oh Gott. Sind die jetzt gerade erst alle aufgetaucht? Oh, Vegetto, das kann ich mir jetzt nicht so einfach vorstellen. Super Vegeta 2. Okay. Besiege mal Kid Buu. Das klingt doch einfach. Das ist nur ein Gegner, oder? Wenn ich Glück habe, wird nicht die ultimative Finisher aktiviert. Und dann, ja. Wisst schon. Wo sind die fertig? Sag gleich, verstehe ich nicht. Der stärkste unfusionierte Charakter, Son Gohan. Er hatte Potenzial und konnte der stärkste Charakter in ganz Dragon Ball Z werden, aber nö. Und dann tauchte Bills auf mit Wiz. Zünde die Super Genki Dama Vegeta. Oh ne. Hakai Shin no na o kegasanai tatakai o shite kure yo. Hajimeru do. Oi o shiro. Genki Dama no yoi da. Kikoeru ka? Sekai no ninden do mo. Das ist ja wieder Story Kampf eigentlich. Majin Buu to tatakatteiru senshu ga iru. Koko de omae tachi no chikara o karitai. Bisschen Zeit hier. Chikara o awasete Buu o taosu nda. Schön von denen weghalten. Das heißt wahrscheinlich, ich kann ihn nicht besiegen bis dahin, ne? Der legt aber auch echt drauf an, ne? Komischerweise komme ich hier mit normalen Angriffen gut zurecht. Nein, nicht ein. Geh weiter dahin. Hey, hey, hey. Ich kann nicht Ding sein. Nein. Wollen wir ziemlich auf den Plan nehmen. Aber Vegeta, schmeiß dich jetzt nicht in den Selbstmord. Da, da sind drei Leute. Wer hat ja wohl irgendwie den erleben? Irgendwie geht es wieder zu ihm. So. Zwei Kamehamehas. So. Ja, ich kann ja nicht besiegen. Muss echt warten. Boah, der geht direkt auf den los. Der hat die Hälfte abgezogen, glaube ich. Ich sehe halt nichts wegen dem ganzen Textbox. Hier. Okay. Sonst danach schon vorbei ist.
Oh, Fähigkeit halten. Okay, vorbei, gut. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Wütender Schrei. Okay. Ja, genau, hat geschafft. Eieiei. Okay. Ich würde sagen, war wieder gute Arbeit. Ich beende den Part hier. Wie viel haben wir noch übrig? Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Wenn wir in jedem Part so zwei schaffen, dauert das. Warte mal, jetzt noch weiter. 1, 2, 3, 4, 8. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende die Party hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.